Moin! Moin, moin! Wir machen heute eine Wanderung zum Bismarckturm. Dann müssen wir uns hier erstmal hochkämpfen. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, nee, Spaß. Auf jeden Fall nehmen wir euch da mit und wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Und es geht weiter hoch. Und macht Spaß, wa? Ja. Total überzeugend, wa? Ja. Ja, habe ich schon gesehen. Irgendwie wird das immer steiler hier. Ich sehe schon. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video so sieht. Aber es geht schon ziemlich runter. Ganz schön steil vor allem. Ja. Andere Seite sieht irgendwie besser aus. Ja. Ja, Freunde, schneller als gedacht. War dann doch nicht so weit. Da steht der Turm. Leute, wir sind drin. Heißt das erstmal aufsteigen. Ja. Kann man aber nicht hier erkennen. Nee, aber hier. So. So, Freunde, wir haben es geschafft. Hat sich aber gelohnt. Da geradezu ist das Schiffshebewerk. Delfino, vielleicht erkennt man es ein bisschen. Links der alte, rechts das neue. Der Ausblick ist schon herrlich. Der Ausblick ist ja echt herrlich. Der ist toll, ja. Dadurch, dass so viele Felder sind, kann man relativ weit gucken. Zumindest in die Richtung hier.
bist ja schon so leicht errötet. Ja, ich schätze, wie sonst. Ja, ist aber auch bei 27 Grad gerade warm. Ein Wunder. Aber ich habe ja Wasser dabei. Möchtest du auch was? Ja, gleich. Ziemlich mini aus. Da hinten der Traktor mit seinem Flug hinten dran. Jetzt kommt hier gleich eine kleine Bahn, wenn man die erkennt. Da unten die blaue. Ja, vielleicht gleich noch mal ein bisschen besser. Da hinten. Da jetzt, wenn die Sonne kommt, raus, dass mein Handy heute noch da unten landet. Ja, dann halt ich fest. Weil jetzt, wenn die Sonne rauskommt, die bullert ja im Süd. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was mich das hier gerade so erinnert? Also, wenn du den Pfeil weglässt. Und nur jetzt den Bogen hast. An den Horrorfilm Wrong Turn. Findest du nicht auch? Ja. Ja, Dani mal wieder mit ihrer. Müsste ich eigentlich mal wieder gucken, den Film. Ist doch, was man hier alles kommt, wenn man eine Tour macht. Aber es ist echt herrlich. Mir ist zwar schweinewarm. Ja, aber dadurch, dass doch ein kleines Lüftchen weht, kann man das aushalten. Hm. Du bist zwar ordentlich rot im Gesicht. Ja. Mir ist ja auch warm. Ja, wir werden dann langsam wieder runtergehen. Dann fest verschmissen. So, jetzt sind wir wieder unten, Leute, und von der Seite sieht man ein bisschen mehr. Mal von außen. Da ganz oben. Mal auf dem Balkon waren wir jetzt nicht, haben wir gerade so festgestellt. Da standen wir doch davor. Genau. Und das Ganze ist schon sehr lange ein beliebtes Ausflugsziel. Hier stehen noch so ein paar Mauerreste. Feuerstelle drin. Ist schon schön hier. Wir sind ja vorhin von da gekommen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Wanderweg. Also man kannte, eigentlich ist das auch ein Rundweg. Kann man
von Bad Freienwalde aus laufen. Dann geht's da mal runter. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen, das ist alles ausgeschildert. Also wir haben uns jetzt entschlossen, nicht den gleichen Weg zurückzugehen. Wir gehen jetzt quasi den Rundweg runter wieder. Von der anderen Seite dann. Hier sieht man wieder, ja, auf dem Video ist immer schlecht zu zeigen, wie weit es hier eigentlich runter geht. Und alle paar Meter steht eine Bank. So, auf der anderen Seite auch schon so. Kann man alle paar Meter einen Kaffee posten? Ja, wenn wir unseren Kocher mit hätten, würde ich das so ja machen. So, ich habe ja oben schon gesagt, das ist alt ausgeschildert und hier sieht man das auch. Also verlaufen kann man sich im Endeffekt nicht. Und den kleinen Rindweg, den wir hier gehen, sowieso relativ einfach. Hier würde ich mich so verlassen. Ja, gut. Naja, aber hier die großen Runden, wenn du hier diese App da hast, diese Wanderrouten-App, machen wir nämlich nicht, Werbung machen wir keine. Da kannst du ja den ganzen Tag im Prinzip hier rumwandern. Ja, aber ist dir auch bewusst, wenn du nicht aufpasst und so einen ungünstigen Schritt machst, dann landest du hier gleich unten. Ja. Das geht hier ja gleich abwärts. Also das ist hier eigentlich... Einer tut mich jetzt so ein bisschen, aber nur ein bisschen wirklich, an der Kreideküste oben. Aber der Weg ist relativ breit, also da muss man sich wirklich nicht so wirklich Sorgen machen. Also die Bäume haben hier auch schon ordentliches Alter. Kann nicht Wasser nehmen. Ja, deswegen heißt das ja Klingen, das fließt, schätze ich mal. Ach Mann! So, hier ist ein Fließ, das wird jetzt schon sein. Hat beinahe geklappt. Aber klingen tut hier gerade nichts. Außer die Vögel. Da. Durchs Rohr klingt. Ist ja niedlich. Ja, ja. Ziemlich trocken, sag ich mal. Kommt zwar ein bisschen was, aber rechts. Ja, jetzt scheint unterm Lauf wahrscheinlich irgendwie was zu sein. Hier sieht man wieder mal. Ja, jetzt haben sich ein paar Leute verewigt, aber eigentlich meine ich die Spechtspuren. Ja, weiter oben, die sind schon ein bisschen größer. Ja, und jede Menge Sturmschäden. Eine Nacktschnecke. Ich gehe jetzt aber weiter, weil die Mücken kommen gleich, wenn man stehen bleibt. Hat auch noch einen. Ja. Nur mal so. Den Weg, den wir zurückgegangen sind, der war auch deutlich kürzer wie der, den wir hochgegangen. Ja, aber der andere war trotzdem besser, weil hier hoch mit den Schuhen. Der ja. Jetzt wieder runter. Wanderschuhe, sage ich jetzt mal nur. Ja. Übrigens keine Werbung. Gibt es auch noch andere Marken. So, jetzt habe ich immer stehen im Wicken, weil ich gleich sich mit dem Stich. Wir haben so schon den Rücken gestochen.
Ja, muss man halt mitnehmen. Mhm. Es war auch nicht allzu viel hier zu sehen, aber trotzdem ist das mal ganz schön durch den Wald zu wandern. Ja, einfach mal Natur. So, wir sind jetzt auch gleich am Auto. Es hat tatsächlich noch angefangen zu regnen, aber stört uns ja nicht weiter, weil wir sind ja am Auto. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Die Liptis on Tour. Bye bye.